Hallo, mein Hübscher. Na, Hallöchen. Und willkommen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, wir stehen hier mal wieder in meiner Baustelle, in meiner Ruine. Ich glaube, Frau, hier, das wird auch gemacht irgendwann, ne? Erneuern. so Gott will, wird das irgendwann gemacht. Guck mal, da ist es total ekelhaft, die Luft. Meinst du nicht? Ja. Leben am Limit. Kann nicht immer perfekt sein, ne? Naja. Schaut mal unseren Garten euch an. Das ist geil. Also, wie gesagt, hier diese Dings ist selten übrigens. Die kommt aus Afrika. Nordkorea? Nee, aus Afrika. Okay. Doch, das riecht man, das ist aus Afrika. Gepflückt? Das ist vom Mama. Die hat er uns geschickt. Ja, also wie gesagt, liebe Leute, ist super geil hier. Bisschen was zu tun. Heute Morgen war der Gärtner da. Wir hatten uns einen Preisvorschlag geben lassen. Haben uns Bäume ausgesucht, Rollrasen. Übrigens, scheiß Idee. Die liebe Chidem und der liebe Faruk, unser Partner, hatte auch Rollrasen. Voll zertrocknet, also noch schlimmer als hier. Und für Schweinegeld. Ne, ihr wisst ja, was Rollrasen in Deutschland kostet. Und hier ist der auch nicht wirklich billiger. Also so 400-500 € zahlst du auch dafür. Also ein Schnäppchen sieht anders aus. Ne? Ja, ich hatte ja einen Gärtner, so extra so einen Gartenmenschen hier hinschicken lassen gehabt. Gartenmenschen. Ja, ich nenne die mal jetzt so. Und danach wollten die für hier und dahinten mit den Bäumen und Arbeiterkosten, 45. Rasen, 45.000 Lira. Ja. Ich gebe doch keine 2.500 € aus Nee. für so wenig Garten. Ja, gut, das kann man ja machen grundsätzlich, ne? Was mich aber am meisten gestört hat, 1000 Lira Nein, KD. 6.000 Nein, Lira. 1000 Lira KDW. Ich zahle doch keine 1000 Lira Steuern. Der soll das schwarz machen. Wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall war ich ja so schlau. Jetzt habe ich einen Menschen gefunden. Also der hat immer früher unseren Garten gemacht. Vielleicht hast du den mal aufgenommen und die kennen den aus den alten YouTube-Videos. Keine Ahnung. Ja, ich habe mich mit denen geeinigt. Ich suche mir jetzt noch ein paar Sachen aus. Ich habe mir, wie heißt das? Grassamen? Samen. Samen halt gekauft. Ich hatte leider nicht genug. Nee, ja, 5 Kilo Samen und hier kommt neue frische Erde. Oh. Und wird alles per Hand jetzt gemacht. Ganze Unkraut kommt weg, neue Pflanzen. Dass es mal für den Sommer Die gut Samen aussieht. werden in Handarbeit verteilt quasi. Sorry. Ja, ich weiß es wohl Also schwer. vielleicht kommt ihr mit. Ihr kennt ja unseren. Britbotanik. Genau, wir gehen dorthin. Was kaufen wir dafür? Da finde ich Scheiße. Ja, zeigen wir in YouTube, was wir alles da kaufen. Ist eine Überraschung. Voll, ich bin genauso überrascht. Was Kann kostet mich der Scheiß? ich auch nicht sagen. Ihr habt doch nichts erspart. Ja. Ich zeige euch mal was. Ja, also hier werden die Straßen ja neu gemacht. Hier liegt auch Sand. Überall liegt irgendwas. Die liegt hier, die lebt auch schwer am Limit. Ja, mein Auto frisch gewaschen. Bevor ihr sagt, was quatscht ihr denn jetzt wieder für eine Scheiße? Ja, scheinbar zu viel. Gestern frisch gewaschen. Ne? Ich zeige euch das mal. Ja, und einen Tag nach Kadıkçay hochfahren. Ne? Oh, Zauberei. Und boah, sieht schon wieder gut aus. Das ist so. Ich bin mal gespannt, ob die das hier noch in diesem Leben zumachen oder wie lange das noch dauert. Ist der Wachti. So werden die Straßen ausschauen. Ja, anyway, Brütbotanik, gehen wir hin. Dann gehen wir noch irgendwo was frühstücken, müssen wir mal schauen. Zuerst frühstücken. Ist mir egal, können wir machen, wie du willst. Wir gehen zuerst frühstücken und danach gehen wir die Sachen uns aussuchen. Und danach müssen wir noch ins Krankenhaus. Unser Freund Basri. hat einen Autounfall Ein oder einen Auto. Motorradunfall oder der ist irgendwie hingefallen gegen Glasscherbe. Hier, ich weiß nicht, was hier auf der Seite und im Bauch Auf ist. jeden Fall ein mandaringengroßes Loch im Bauch. Gut. Ja. So ist das halt. Also starten wir mal langsam in den Tag. Also 23 Grad haben wir und Alanya sieht natürlich traumhaft aus. Verwüstet. Das sieht irgendwie aus wie Smog über dem Ghetto von Mahmudla. Ich bin so ein Assi. Also hier, ne, die
Wenn man frische Milch haben will, geht man halt hier hin und so, und dann kann man direkt abmelken quasi. Hier russischer Nachbar, der geht sich Alkohol, kein Scheiß. Wirklich. Nee, also das mit dem ist wirklich kein Scherz oder so. Ich mache mich da jetzt nicht drüber lustig. Der ist auch geschieden jetzt, die Frau hat sich irgendwie getrennt, der wohnt bei uns, Villa Nummer 1. Und hatte auch wirklich das, ja, wirklich krank. Also wenn man ihn sieht, ist wirklich krank, also richtig krank. Und, Alkoholiker? Ja, Alkoholiker, aber richtig so Endstadium quasi. Das sieht man an der Haut, das sieht man an den Händen, das sieht man am Gesicht, das sieht man überall. Und ja, wie gesagt, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, warum ich euch das überhaupt erzähle, ist, der ist halt besoffen hingeflogen, der trinkt halt nicht, bis er besoffen ist, der trinkt auch noch weiter. Also quasi bis Exitus. Alkoholiker reicht auch ein Schluck Alkohol und die sind schon hinüber. Ja, 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 wie gesagt, aber das ist jetzt nicht irgendwie so ein Sozialversager oder sowas, sondern der ist, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, Pilot in Russland. Er war? Ja, war. Also wie gesagt, aufgrund dessen halt. Und ist momentan alleine, die Familie kommt wohl irgendwie diese Woche. Und er ist dann irgendwie besoffen irgendwo runtergefallen bei sich, die Treppen irgendwo. Kopf irgendwo aufgeschlagen und unsere Nachbarin hat sich gekümmert, die haben den ins Krankenhaus gebracht. Ich zeige euch kurz was. Jetzt werden die Straßen wieder neu gemacht. Halt mal an, ich frag mal, wann komplett die Straßen gemacht werden. Ja. Frag. Fahr mal runter. Abel! Komplett, wir sind schon bei Knessermann, ja, Punjan. Ja, also es wird halt hier viel geflickt und so weiter. Nee, egal, kommen wir wieder zurück. Und anyway, wie gesagt, die haben den Pass irgendwie, der hat den Pass wohl im Krankenhaus vergessen. Und ist dann ohne Pass. Und ja, die Senem, Senem Abla passt auf den auf. Passt auf den auf, dass der halt nichts trinkt. Und ja, wie gesagt, Kohle hat er jetzt keine mehr. Hat man ihm so zum Selbstschutz ein bisschen abgenommen. Und dann geht er halt von Tür zu Tür, ob jemand Alkohol hat, der war bei uns auch. Wirklich ganz, ganz schlimm. Und wir haben den halt, Taxi nimmt den nicht mit, es läuft da runter, läuft zu Fuß und läuft dann halt zum Dückern und lässt dann da anschreiben und holt sich dann eine Pulle Schnaps oder mehrere halt. Und in der Türkei ist halt so, selbst wenn du keine Kohle hast, du kriegst halt trotzdem irgendwie, wenn man dich kennt. Und ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also, das Video, und so will niemand enden. Nee, das Video wird voll negativ werden. Und kriegt wieder Hate-Kommentare. Wir haben schön. Nein, man muss ja schöne Sachen im Leben zeigen und Sachen, die nicht schön sind. Ja. Man muss ehrlich im Leben sein und nicht, die Welt ist kunterbunt. Das gibt's nicht im Leben. Ich weiß. Ja, wir kommen hier auch im Cup Store hier nach Kargejak. Habt ihr vielleicht in einem Immobilienvideo von mir gesehen auf Novo Property Alanya? Übrigens mal abonnieren, wäre vielleicht eine coole Idee. Ja, also Cup Store ist wirklich gut. Also obwohl er in Mahmudla so ein bisschen nachgelassen hat. Früher war das wirklich mega, das Serpme. Da waren die Brötchen so frisch gebacken und alles. Und heute kriegst du jetzt irgendwie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wir haben dort lange nicht mehr gefrühstückt. Nee, wir haben lange nicht mehr gefrühstückt. Wir gehen jetzt sowieso dorthin, aber wir tun nicht diese Serpme-Kabelze, sondern ketogen. Wir sind keine Besserwisser vom Diätplan. Ja, ist egal. Scheiß drauf. Und bevor der eine oder andere meckert, ja, wir spenden auch. Ja. Ach so, was ich sagen wollte, um auf den Nachbar von uns zurückzukommen. Also viele haben ja über so ein Problem halt. Ne? Ja, ist halt eben so. Wir hatten dann auch die Gendarme angerufen, so in der freudigen Erwartung, dass die den, weil er wirklich ist von Tür zu Tür, hat auch die Leute genervt, ne? Spricht halt kein Englisch, spricht halt nur ein paar Wörter Türkisch, also Türkisch kann er auch nicht. So hat er halt geredet, ne? Und wollten wir halt, dass die Gendarme den halt mitnehmen, weil wir halt Schiss hatten, dass er sich irgendwie was antut oder beziehungsweise, dass der irgendwie, weiß ich nicht, Colonia säuft oder was weiß ich und dann irgendwie in den Pool fällt, wo kein Wasser drin ist und sich das Genick bricht. Und dann hat meine Frau bei der Gendarme angerufen und ja, dann haben die ein paar Mal zurückgerufen, die Gendarme, und dann meinen die halt auch, ja, ganz Alanya hat ein Alkoholproblem, das ist jetzt noch kein Grund, solange wieder nicht randaliert und alles. Und ja,
Und dann haben sie dann irgendwann, es war abends um 7, dann haben sie dann um 11 Uhr haben die halt nochmal angerufen, irgendwie Ewigkeiten danach, und dann wollten die halt kommen. Und dann haben wir gesagt, braucht ihr jetzt auch nicht mehr, der ist zu Hause und hin und her. Und ja, weiß nicht. Ist halt schwierig sowas. Ich hasse es, zur Bank zu gehen an einem normalen Schalter. Aber naja. Ich kann ja schlecht von meiner Bankerin erwarten, dass sie für mich Geld einzahlen geht. Naja. Ja, wir essen meistens unterwegs, außer abends halt. Und ja, ein bisschen Diät schadet ja nicht. Ne? Ein paar Kilo habe ich dazu genommen. Hat der ein oder andere ja auch wahrscheinlich festgestellt. Mal schauen, wie lange ich es durchhalte. Also ich mache das jetzt schon 2-3 Tage. Und letztes Mal hatte ich das monatelang, kein Thema. Schauen wir mal. So, was isst meine Frau zum Frühstück? Kein Brot. Für mein Frühstück hat er trotzdem Brot gemacht. Naja, egal. Joghurt und Dönerfleisch. Wow. Ketogen halt, ne? Fleisch, Fleisch, Fleisch. Apropos Fleisch, Fleisch, Fleisch. Also das wird hier mega teuer. Langsam, wir haben gestern bezahlt. Da haben wir, hat meine Frau abends Auflauf gemacht, Brokkoli. Mit Putenbrust. Hähnchenbrust. Kilo 70 oder 77? 70 Lira, also 4,30 €. Schon sportlich, muss man sagen. Also ich glaube, das kostet in Deutschland dasselbe oder so. Ja, also wenn ich mir den Himmel anschaue, da werden Erinnerungen wach an Köln. Das war anders beabsichtigt irgendwie. Naja, gut. Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich, ne, den Laden, wo wir hier sind. Hatte ich schon mal ein Video gemacht. Die haben schöne Sachen. Ist eine unserer Nachbarinnen. Und boah, wie gesagt, wenn ihr hier irgendwie was kaufen wollt, sagt Bescheid. Ansonsten gibt es halt andere Preise. Nachbarschaft halt. Ja, war wieder mal ein teurer Spaß, ne? Kostet mich dann die ältere Frau oder meine Fresse. Na gut, so ist das. Also solche Blumen, sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, Palmen, irgendwas, haben wir welche gekauft. Ich weiß gar nicht, 2, 3, keine Ahnung. Plus hier so komische Bäume, Blumen, boah. Ja, da ihr euch ja immer interessiert für Preise, ein paar Blümchen, 13.400, ja, 830 €. Ne? Ja. Besser als 2.500. Ja gut, das stimmt. Ja, hier auf der linken Seite wird auf jeden Fall jetzt ein Fahrradweg gemacht, weil wir wollen ja Fahrradhauptstadt des Landes werden oder so. Ja, so ist das. Fahrradfreundlich. Super. Ja, super, ne? Mit dem Motorrad auf und ein Kind. Sehr gut. Ja, so vorbildlich. Ja, so ist das. Noch gefährlich. Der Roller ist schon gefährlich. Ja, aber das sieht schon gut aus. Ja, also gefüllt ist jedes zweite Auto aus der Ukraine. Die Flüchtlinge, die hier ankommen, die fahren in der G-Klasse und im Range Rover. Ja, wenn schon flüchten, dann mit Stil, ne? Das soll man sagen. Ich sollte echt mal ein Video machen über die Flüchtlinge hier. Das haben die hier übrigens neu gemacht alles, ne, wie man sieht. Mal schauen, wie weit die kommen bis da hinten hin. Wir gehen jetzt erstmal ins NV. Zum lieben Dado und zur lieben Daniela. Weil ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Termin, deswegen das passt schon. Ja, hier werden die Vorbereitungen gemacht, wir kriegen auch neue Treppe. Das ist mein Lieblingsrestaurant hier in der Stadt eigentlich. Die meisten meiner Kunden werden sich erinnern. Wir trinken auch gerne mal ein Käffchen oder essen mal schnell einen Happen zusammen. Zwischen, ja, in der Wartezeit auf Behörden halt. Ich ziemlich genau weiß, dass die Leute mich haten werden, mal wieder.
für die Sachen bezüglich der Ukraine, na ist egal, hate is gonna hate. Dadurch tun die Flüchtlinge auch leid, die aus der Ukraine. Warum tun die dir leid? Ja, ich habe letztens gesehen, da ist einer mit ganz harten Schulen aus der G-Klasse gestiegen. Das aber geht die neue für G-Klasse, ne? Ja, aber keine Geld für Schuhe. Und kein Geld für G63. Nicht mal AMG. Die arme Leute. Ich bin am Limit. Das ist das wahre Leben am Limit, da gehen sie ins Wasser hier. Sogar mit Goldkettchen. Gerd Schröder hätte das auch gemacht. Ja, endlich wieder im Office angekommen. Jetzt machen wir noch schnell einen Vertrag fertig für den Kunden. Und dann haben wir gleich ein Terminchen und dann heißt es Gas geben. Laufen, durch die Immobilien. Ja, auch gerade jemand hier, ich habe Filme extra so. Die hat alleine irgendwo eine Mietwohnung gesucht, jetzt ihr E-Kamet abgelaufen, beziehungsweise hat ihr keiner geholfen und hin und her und meine Frau, ob sie ihr das machen kann. Deswegen sagen wir, wenn ihr es reibungslos haben wollt, wie gesagt, da gibt es halt viel zu beachten bei diesen ganzen Geschichten, Aufenthalt etc. pp. Da ändert sich laufend was, dann die ganze Registrierung bei Behörden etc. pp. Bei Mietkunden nimmt meine Frau dafür ein Entgelt und wie gesagt, macht man halt einfach besser, wie gesagt. Und bei unseren Kaufkunden, dann nehmen wir das alles, dann machen wir alles für die fertig. Und unentgeltlich natürlich. Aber bei Mietkunden kann man das natürlich nicht machen, logischerweise. Weil da ist mehr als ein Behördengang notwendig. Das sind teilweise, wenn es doof läuft, Sternfahrten. Und wie gesagt, Benzin ist nicht billig. Ja, ist mal wieder soweit. Scheiße, der sieht tot aus. Ja. Ja, was soll man sagen? Ja, Leute. Tag geht zu Ende. War ein guter Tag, ein erfolgreicher Tag. Leider nicht für alle. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Voyage. Mietwohnung für den Kunden von Thaler. Sag mal hallo. Hi, Leute. Ja. Also ich muss mich ja korrigieren, es fährt nicht jeder ukrainische Flüchtling M-Klasse oder G-Klasse, manche fahren auch in X7. Ja, jetzt auf dem Weg wieder ins Büro, 7:30 haben wir. Den Thaler muss ja zu seinem Auto, damit er dann nach Hause fahren kann, zu seiner Ehefrau und seiner süßen kleinen Maus. Und ja, Feierabend. Gleich erst Feierabend, wir müssen nur so ein paar Sachen fertig machen. Wir arbeiten noch da, wo andere schon Netflix gucken, ne? Das muss man auch dazu sagen. Oder anders halt. Also wie, ja, ist ja so. Also wie gesagt. Wie manche es arbeiten, ne? Also, Leben am Limit. Also trotz, dass es diesig ist, sieht es jetzt doch nicht so schlecht aus, wenn wir ehrlich sind. Man gibt natürlich Schöneres, aber gibt auch Schlimmeres, ne? Aschkim, woher kommt der Staub? Aus dem Urwald. Nee, sag doch gerade. Woher kommt der? Von Afrika, aus der Sahara. Genauso wie der Schnee auch von Kobolden gebracht wird. Ja, ist so geil, ne? Ach, scheiße. Ich soll vielleicht mal fahren. Ist doch klar, immer. Spaß, die fahren auch schon auf der Straße. Ich bin schon ein Arschloch. Ja, fahren die mit ihrem komischen Roller da auf der Straße? Haben sie schon extra breiten Dings da weg hier? Naja, gut. Hab mich jetzt nicht wirklich gestört. Ich wollte halt einfach irgendwie lustig sein. Ne? Aber als ich es gemacht habe, fiel mir auf. Ne? So lustig war das auch wieder nicht. Auch gerade von der rechten Seite ein Rollerfahrer. Ohne Licht, fast in meine Spur rein. Ich habe die Spur gewechselt. Ja. Muss man sich nicht wundern, ne? Wenn man so fährt. Ja, in Deutschland fährt man im Dunkeln, kommt im Dunkeln. Wir fahren im Hellen und kommen aber auch im Dunkeln. So ist das. Guck mal nach den Kindern. Hört ihr?
Au! Hallo! Hallo, Baby! Hallo, Baby! Hallo, mein Baby! Ja, da komme ich nicht dran. So lange Finger habe ich doch gar nicht. Da ist der Chico. Das war der Shakir. Shakir, hallo. Hallo. Au. Hallo, mein Kleiner. Ne? Au. Papa kommt gleich nochmal, ja? Okay, Schatz. Ja, ich habe euch mal wieder ein bisschen durch den Tag mitgenommen. Meine Frau tut jetzt noch mal ein bisschen kochen. Wir machen ja Diät. Ketogen wieder. Dass wir mal wieder ein bisschen in Shape kommen. Gleich ein bisschen Spinat mit Alzheimer und Brot. Und dann mal schauen, vielleicht noch Videos schneiden für euch. Ja, das sind Fündig von Oma vom Schwarzen Meer. Hat meine Frau mitgebracht. Die war ja in Terabson und dann hat sie einen Abstecher nach Giresun gemacht. Ja, die essen wir und die Papageien lieben die auch total. Was gibt es denn leckeres, Aschkom? Spinat mit Spiegelei. Lecker, lecker, lecker. Ketogen. Jo, ihr Lieben. Hat noch einmal jetzt. Ich mache jetzt ein bisschen Videobearbeitung für euch. Guck mal, dass ich das Video vielleicht gleich noch fertig kriege. Ich denke aber schon. Muss auch noch eine Villa schneiden, am Morgen wieder um 10 Uhr Termin, morgen geht es früh weiter. Wieder die ganzen Bankanmeldungen, dies, das, Steuernummer und so weiter, Vertrag für größere Wohnung, zwei Mietgeschichten, tralala. Also es geht immer weiter, es nimmt jetzt an Fahrt auch wieder mehr und mehr und mehr. Also ich meine, März war ja sowieso Bombe und ja, im April, das zeichnet sich genau dasselbe ab. Bin mal auf den Mai gespannt. Meine Frau macht jetzt gerade lecker Essen. Danach wird sie noch ein bisschen an den PC gehen und ein bisschen was Produktives tun. Also wir gucken abends kein Netflix in der Regel. Frau, guckt mir jeden Abend Netflix? Nein, vielleicht hat die Uhr der Expanse. Stimmt, die Expanse. Aber auch nicht jeden Abend. Ja, weil jetzt eine Woche weg war, da haben wir das gemacht. Aber ansonsten machen wir das ja auch nicht. Anyway, kommen viele, da wir gerade beim Thema Aufenthalt bla 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 sind. Ich gehe davon aus, dass sich sowieso nicht die Leute das Video bis zum Ende anschauen werden. Also bis zu diesem Teil. Hat man mir jetzt heute schon zweimal mitgeteilt. Diese Sachen, Ikamet bla, wird nicht verteilt oder wird nicht verlängert und hin und her und Bullshit. Ja. Habe ich ja gerade schon die Antwort zu gegeben. Mache ich ein separates Video für, aber das mache ich nicht heute. Habe ich heute keinen Bock mehr für. Mal gucken, ob ich das morgen irgendwann vielleicht mache oder übermorgen. Habt ihr auf jeden Fall jetzt schon mal gehört. Dieses ICAMET wird nicht verlängert und bla und blub und hin und her. Wie gesagt, ich sage da in einem separaten Video was zu. Also Leute, macht euch keinen Kopf, alles schön. Ne? Passt alles im grünen Bereich. Ja. Ja, der heutige Tag war ganz in Ordnung, bis auf den Toten, das war jetzt nicht so erfreulich, habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen. Ja, wie gesagt, ist halt eben so. Was soll ich noch groß sagen? Frau, hast du noch irgendwas? Ach, morgen kommt der Gärtner, ne? Macht den Kram da fertig. Fängt der morgen an. Küchenmann kommt auch, Küche wird hier ach, gemacht. Ach, ich hab den noch nicht zugesagt. Wem? Dem Küchentyp. Ja, sag dir mal zu. Egal. Scheiß drauf. Was kostet die Welt? Ja, was kostet die Welt? Das Leben, das Leben. Wir nehmen ja eh nichts mit, also. Sagt er schon. Hat er recht. Ist so, aber dann haben wir's, hast du es wenigstens schön. Dann kriege ich lecker Essen. YouTube. Ja, der Sommer steht vor der Tür. Wie gesagt, das Wetter, die Temperaturen gehen rauf. Viele Leute kommen auch diesen Monat an. Einige ziehen um von der Mietwohnung in das Eigentum und hin und her. Also wieder viel Bewegung. Und ja, also ich freue mich auf die ganzen Neuankömmlinge, in Anführungsstrichen, die bei uns was gekauft haben.
Und vielleicht müssen wir mal gucken. Könnt ihr mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob wir mit dem einen oder anderen mal so ein Auswanderer-Interview haben wollt. Wir hätten da bestimmt den einen oder anderen. Ich habe halt die Leute nie gefragt, weil ich den Leuten nicht auf den Sack gehen wollte. Sorry, wenn ich so rede, aber ich will die Leute nicht nerven. Und die würden das wahrscheinlich alle machen, wenn ich so fragen würde. Ja, vielleicht bis auf den einen oder anderen. Mal schauen. Also wie gesagt, wenn ihr mal so ein paar Erfahrungsberichte sehen wollt. Ich meine, das läuft ja auch auf anderen YouTube-Kanälen. Ich habe das mal gemacht, irgendwie mich mit Abonnenten auch getroffen. Das mache ich jetzt eher nicht mehr, weil keine Zeit. Ist halt eben so. Das Leben ist halt nicht nur Sekt und Champagner. Wie heißt das? Kaviar und Champagner? Keine Ahnung. Also wie gesagt, so Büro ist da, kann man vorbeikommen. Und was soll ich sagen? Mir fällt nichts groß ein. Auf jeden Fall kommen definitiv ein paar coole Leute, muss man einfach sagen. Bin wirklich happy, auch auf einige Rückkehrer, die, also nicht wieder zurück, weil allein ja so scheiße ist, sondern die halt auch noch Verpflichtungen in Deutschland haben und dann noch einige Sachen zu erledigen haben und die dann immer so Pendler sind quasi. Mal schauen. Also wie gesagt, April wird auf jeden Fall ein super Monat in vielerlei Hinsicht. Wettertechnisch, geschäftstechnisch. Wollten eigentlich ein neues Geschäft eröffnen. Da warst du aber gegen. Ja. Da war meine Frau gegen. Und? Hä? Ja, und? Ja. Schade. Ihr wolltet mich bestimmt mal als Friseur sehen. Nee, Quatsch, ich hab davon keine Ahnung, besser nicht. Hätten ja andere gemacht. Nee, ist egal. Basri, gute Besserung auf jeden Fall, wenn du das sehen solltest. Und, mein bester Freund. Leben am Limit. Wie gesagt, mit dem einen oder anderen werde ich vielleicht nochmal irgendwann die nächsten Wochen oder so, wenn mich die Muße packt, werde ich mit dem nochmal ein Interview machen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang dieses Video ist. Keine Ahnung, ich tippe mal so auf 20 Minuten. Wahrscheinlich werde ich eine Playtime irgendwie von 4 Minuten oder was haben, wie immer. Das Video war auf jeden Fall so, dass da viel Inhalt war. Was? Was? Yes. Du bist so ein Dummi. Ja, ist doch so. Du bist so ein Dummi. Lass mich gewöhnen. Hä? Käse. Ja, ist Käse. Tulum? Ist mit Tulum? Ja. Ah. Ja. Ja, keine Ahnung. Schaut es euch bis zum Ende an, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann halt nicht. Es gibt das Video. Könnt mir auch gerne einen Daumen, Abo und Like da lassen, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann halt nicht. Was soll ich sagen? Freies Land für freie Leute. Thema Immobilien, Nummer Property, ne? Wisst ihr Bescheid? Nee, wir sind doch nicht in einem freien Land. Wir sind doch in einer Diktatur. Ja, aber in der schönsten Diktatur. So sieht das aus. Juti, lang genug rumgelabert, für nichts und wieder nichts. Ich schaue mich jetzt mal an den Laptop. Ich sitze ja davor. Ne? Und dann mach ich das fertig. Bleibt mir auf jeden Fall gewogen. Einen wunderschönen Abend. Bis dann, hab ich die Ehre. Ciao, ciao.